Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Heute wieder eine spannende Challenge mit Kahn und Nina. Und zwar werden wir heute die Mystery Spin Wheel Challenge machen. Die Glücksrad Challenge. Die Glücksrad Challenge. Aber es ist natürlich ein Glücksrad. Mit Eis. Ja. Wir haben hier Erdbeereis und super eklige Sachen, die hier auch alle auf unserem Glücksrad stehen. Aber auch gute Sachen. Und wir haben auch gute Sachen. Wir haben 7 eklige und 7 gute Sachen. Wir haben zum Beispiel M&M's, wir haben Ketchup, wir haben Salzbrezeln. Oh, Oliven, ich sehe Oliven. Oliven, Karamellsoße, alle möglichen Dinge. Giotto, Oreos. Und wir starten als allererstes. Ketchup? Hättest du nicht wenigstens Curry-Ketchup besorgen können? Hätte ich auch nehmen können. Na, egal. Macht okay. Das Eis auch nicht besser. So. Wir starten mit Erdbeereis. Das füllen wir jetzt erstmal hier in unsere Gläser rein. Dann das ist aber schon. Wer hat das gegessen? Nina, du kannst dich nicht wieder zurückhalten. Nicht von Eva. Eva hat gesagt, wir dürfen uns das nehmen. Ja, gut. Das Ding ist, es ist sehr hart. Das könnte ein bisschen dauern. Ja, gut. Okay, wir werden insgesamt 5 Zutaten, glaube ich, wählen. Also abwechselnd immer. Das wird so ein Eiscocktail. Oh, ich will. Also ich werde einmal das Glücksrad drehen und danach Nina. Und wir werden sozusagen die Zutaten zu unserem Erdbeereis immer dazugeben. Und es wird mega eklig, sage ich euch jetzt schon. Also ich habe jetzt schon gar keine Lust auf dieses Eis. Du hast doch noch nichts gegessen, oder? Ja, ich habe auch noch nichts gegessen heute. Das heißt, das wird meine erste Mahlzeit, mein Frühstück. Und das Frühstück ist ja die wichtigste Mahlzeit hier am Tag. Das hört Mama gar nicht gern. Und ekliges Eis. Ja, Mama sieht das Video sowieso nicht. Das ist das Gute. Schaut sich unsere Videos sowieso nicht oder meine Videos sowieso nicht an. Darf ich als erstes anfangen? Ja, mach mal. So. Ich bin hier noch beim Eis. Kannst du mir mal das Glas geben, bitte? Ja, bitteschön. Du müsstest zwischendurch hinten immer nachziehen, die Schraube, weil sonst haben wir gemerkt, ist das immer bei Sahne oder, was war's? Sahne oder, Ketchup. Das wäre ein bisschen doof. So, ich fange an. Reicht das? Reicht, ne? Fast Oliven, du hast Streusel! Hey! Gott sei Dank! Willst du noch mehr Eis oder reicht das? Nein, das reicht. Okay. Ich nehme hier das hier, ne? Ja. So, hier haben wir auch ein bisschen mehr. So. Hier haben wir die Zuckerstreusel. Sehr schön, das freut mich richtig. Boah, das ist ja gut zugelangt, ey. Jetzt habe ich mehr Hunger als sonst. So, ich mache das hier hinten nur einmal kurz fest, damit sich das nicht gleich ausbalanciert. So, bitteschön. Richtig kräftig. Oh, das war nicht kräftig. Ja, weil Pfeffer war wahrscheinlich. Das dreht dich nicht. Das ist zu fest, glaube ich. Nein. Musst du, willst du es mal, soll ich es ein bisschen locker für dich machen? Ja, mach mal. Das dreht sich nicht richtig. Das ist zu fest. So. Jetzt hatte ich nur leckere Sachen. Jetzt muss ich. Oreos. Gott jetzt, sei jetzt, wo was Leckeres da ist, heißt es auf einmal, ja, ist ja gar kein Problem. Nee, was denn? Ich habe jetzt schon 4 Mal gedreht. Wie oft soll ich denn noch drehen? Ich nehme jetzt die Oreos und Vorher war Pfeffer. Können wir nicht Pfeffer nehmen? Pfeffer? Nein. Oreos okay. Auch Pfeffer drin, deswegen ist das so schwarz. Gut, pack das erstmal rein, danach mache ich erstmal. Ah, das sieht auch sehr, sehr lecker aus. So. Nom nom. So. Jetzt. 1:1. Pfeffer. Nein! Wo ist der Pfefferstreuer? Da. Pfeffer geht aber doch. Ich finde Erdbeeren und Pfeffer, da ist gar nichts rausgehen. Das reicht. Bitte. Ich wäre dafür, dass wir gegenseitig das eigentlich machen. Oh, das ist aber auch mies, ne? Okay. Ja. Du darfst bei mir. Reicht das schon? Ja, gut. Okay, danke. Hier, Leute. Nee, da kommt noch was zu. Ja, danke. Nicht mit Pfeffer geizen, ne? Okay, los geht's. Ja. Nee, mach mal richtig hier. Also, noch weiter? Nee, steh mal auf. Steh mal auf. Komm. Steh mal auf. Mal richtig drehen hier. Sehen! Ja! Nein! Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh nein, du versaust mein leckeres Eis. Ich habe auch nicht so viel Pfeffer bei dir reingemacht. Okay, und Soße ist sowieso viel ekliger. Ich hatte vorher was Leckeres und jetzt kriege ich es nicht mal. Nein! Nein, nein, tu es nicht! Nein! Da kommt nichts raus. Warte. So, jetzt. Nein! Nein! Ah! Das ist so widerlich! Was hast du das gemacht? So, ich komm zu meiner dritten Zutat. Willst du nicht auch mal aufstehen? Ja, komm, kann ich. Oh Gott, aber ich komme hier nicht raus. Das geht nicht. So, vielleicht müssen wir uns hinknien. Dann komme ich jetzt zu meiner dritten Zutat. Das dreht sich aber gut. Hört nicht aufzudrehen. Ich habe ein bisschen Angst.
Nein! Jetzt ist eh alles verloren. Guck mal, hier ist Sahne und hier ist Oreo. Warum nicht eins davon? Klar, ist wie mir gefällig. Mir ist jetzt schon schlecht. Ich hatte erst vorgestern Hotdogs. Guter Vergleich. Boah, wieder schon stehen. Klasse. Das ist so wie... wieder schon... Der Geruch ist echt übel. Magst du gar keine Restü? Nein, ich mag sie gar nicht. Ich weiß nicht. Also Leute... Boah, selbst ist auch so eklig. Ja, Nina, dann kommen wir zu deiner dritten Zutat. Ich zieh mal ein bisschen nach. So. Richtig kräftig, bitte. War das kräftig genug? Ja, ich mach's ein bisschen lockerer. Ich glaube, das ist allgemein. Wenn's zu fest ist, geht's nicht. Aber das ist auch mies. Jetzt hätte ich Karamellsoße bekommen, aber in der Kombination mit Senf macht das auch nichts mehr aus. So, jetzt. Jetzt dreht's aber gewaltig. Bitte Zwiebeln. Streusel. Ich mach mir Versuch. Ja, du darfst die, das Gute darfst du dir selber reinmachen. Ich versuche die andere Seite zu treffen, aber es geht nicht. Gott. Boah! Oh, ich hasse es. Aber ich finde den selbst so echt. So. Karl wird schon mal mein Glücksrad erschlagen. Dann noch ein bisschen fester. Jetzt haben wir drei Sachen jeder, ne? Nee, ja doch. Drei Sachen. Pfeffer hast du noch da drunter, den sieht man nicht. Nochmal Pfeffer. Ja. Noch, willst du was anderes nehmen? Ja, komm nochmal. Risiko. Sieh ein bisschen nach. Das ist kein Glücksrad, das ist ein Pechrad. Wer das Glücksrad genannt hat, das ist das Bestrafungsrad. Viel schlimmer als Ecke gewohnt. Nein. Ach, Sahne. Gott sei Dank. Obwohl, es hätte auch Ketchup sein können. Mit den Zwiebeln ist das keine gute Kombination. Ich esse gleich nur von der Sahne. Ist mir egal. Das sieht so ekelhaft aus. Warte, mit dem, wenn man da reinguckt. Streusel, Restsüe, darunter ist irgendwie noch Pfeffer und dann Sahne. So, Nina, nächster, deine vierte Zutat. Wie stinkt, oh mein Gott! Giotto! Ey, das ist, aber weißt du was, du hast Senf, das ist schon Bestrafung genug, finde ich. Senf ist, glaube ich, das Schlimmste. Also Ketchup wäre auch noch übel. Und Oliven. Ey, diese Röstzwiebeln, die... Ich will das nicht erreichen. Kann ich noch ein Testament vorher kurz schreiben? Ah, das Giotto hat den Senf berührt! Nein! Hör auf jetzt damit! Du bist... Okay, meine letzte Zutat jetzt, ne? Ja. Gut, ich zieh mal hier. Streusel, Röstzwiebeln, Pfeffer und Sahne. Ich hoffe, das ist Ketchup oder Senf. Komm schon, Ketchup oder Senf! Nochmal Zwiebeln. Du musst doch mal. Wir brauchen eine Zutat, die noch nicht drin ist. Ich zieh mal ein bisschen nach. Jetzt nicht. Kein Kommentar. Heute kann ich keine Fragen beantworten. Du hast schon wieder Zwiebeln. Ach Mann! Irgendwann waren es Oreos. Zieh mal ein bisschen fester. Komm. Ja, los. Gib ihm! So, jetzt der dritte Versuch, vielleicht klappt es jetzt mal. Wie wär's mal mit Nutella? Oder M&M's? Ha? Das wäre doch mal eine Option. Das kann nicht sein. Unser Glücksrad ist kaputt. Ich wollte gerade sagen, das ist manipuliert. Wer hat das manipuliert, dass die ganze Zeit Zwiebeln hier rauskommen? So, ich mach's richtig fest. Ich halte mal hier hinten. Das ist auch so richtig hypnotisch. Ich halte es mal hier hinten gegen, weil die Schraube löst sich von hinten immer. Ja, wieder Zwiebel. Oreos, ja. Kriegst du hier noch ein Oreo drauf? Ist eh noch einer drin. So, jetzt kommt mein letztes. Zieh mal hinten noch mal ein bisschen nach. Oh, das war die andere Richtung. Chips! Nein! Ja, auch gut. Ach, egal. Hier, noch ein bisschen. Nein, nicht Uwe! Ja, warte, wenn, dann möchte ich. Hallo, dann möchte ich jetzt aber auch noch mal.
Nein. Doch? Ja, das sind Löffel. Nein, das ist dein Löffel. Ich will den Löffel nicht. Lass mich hier Ruhe. Hier, schön Senf. So, ja. Damit hätten wir die 5 Zutaten für unser ekligstes Eis der Welt wahrscheinlich. Reicht einmal oder? Wir müssen das jetzt mal probieren. Also, oh Gott, ist das eklig. Ich glaube, ich werde. Nee, komm, ich werde das nicht überleben. Also Eis mit Chips? Was? Wo ist denn Senf, bitte? Ich nehme zwei Löffel. Erstmal Eis mit Chips. Ja, das geht ja, finde ich, noch. Ja, war schon Senf dran. So, bitte jetzt einmal mit Senf. Erdbeereis mit Senf. Aber guck mal, du ziehst das durch. Ich werde das definitiv nicht durchziehen gleich. Komm hier schön aus der Ecke mit Senf. Nina. Oh, schön Oreo mit Senf. Zieh durch. Geht? Geht das? Boah, oh Gott, der Geruch kommt hier hin. Kann ich essen, ah, okay. So, also. Oh Gott, ich habe hier schon Röstzwiebeln. Muss ich zweimal? Ja. Ey, das schmeckt richtig eklig. Okay, dann nehme ich ein bisschen mit Zuckerstreuseln erstmal. Hier. Hier sind auch schon Röstzwiebeln dabei, also macht euch keine Sorgen, hier kann man schon sehen und vorne am Löffel auch. Ja, richtige Löffel. Helmut noch einen. Nee, du musst irgendwas danach essen. Stopf schnell ein Brezel nach. Die sind aber ein bisschen weich. Oder Karamellsoße. Nein. Trinken. Boah, die Röstzwiebeln sind brutal. Will jemand noch, willst du noch gegenseitig probieren? Nein. Oh mein Gott, ist das eklig. Muss ich jetzt noch einen zweiten? Ja, nimm mal richtig mit. Was hast du denn da noch? Pfeffer? Oreo habe ich auch noch. Boah, wie das stinkt. Das ist unmenschlich. Ich muss irgendwas dagegen essen, gegen ankämpfen. Ey, wenn ich mich hier gleich übergebe, tut's mir leid. Dann wird das Video sehr witzig. Kein Heult, Mann! Oh mein Gott, ich röste hier mir schon. Es ist auf jeden Fall verdammt eklig, Leute. Wenn ihr noch eine tolle Aktivität für den Kindergeburtstag sucht, dann habt es umzurühren. Nein. Dann macht es gerne nach. War auf jeden Fall eine witzige Aktion, aber mit leckeren Sachen ist es natürlich ein bisschen langweilig. Nehmt eklige Sachen mit dazu. Die Oliven hat keiner bekommen, die hassen wir beide sehr, sehr doll. Aber Senf war auf jeden Fall Bestrafung genug. Boah, diese Röstzwiebeln, ne? Boah. Ich habe gerade voll... Ach, nee. Das stinkt auch gut. Leute, ich kann nicht mehr. Das ist echt ein Trauma gerade, was ich hier habe. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das lustig fandet, Daumen nach oben. Wenn ihr es auch noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert und drückt auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir lassen uns jetzt unsere Eisbecher noch ein bisschen schmecken. Ja.